Der Heidi Ortner Arena. Viele Fans sind natürlich auch mitgekommen. Restlos ausverkauft wieder einmal die Arena. Und da freut man sich auf ein weiteres Aufeinandertreffen. Es war ein klarer 0:4 Auswärtssieg für Petri Martikainen und seine Mannschaft vor wenigen Tagen in Villach. Und Rob Daum weiß natürlich, heute muss man angreifen, hoffentlich auch gewinnen. Und etwas besser kommen auch die Villacher gleich in diese Partie hinein. Robert Sabolic quer hinüber auf John Hughes. Der zeigt schon einmal, dass er da ist, wird heute auch noch zu größeren Aktionen kommen. Und gleich nach dieser Aktion, wo es hier schon einmal eng war bei Sebastian Damm, da kann er sich noch retten, in der zweiten Situation aber nicht mehr. Denn das ist schon das 0:1 für die Gäste, für den VSV. Vierte Spielminute, Anthony Luciani, kurzes Zuspiel, schwerer Winkel für Derek Jocelyn. Aber der Kapitän macht den Treffer, bringt den VSV nach wenigen Augenblicken in dieser Partie in Führung. Und es war ganz, ganz eng. Man sieht es dann in der nächsten Einstellung gleich. Die Scheibe rutscht da noch unter Sebastian Damm durch hier genau. Ganz wenig Platz war da noch, aber es geht sich aus. Der VSV in Führung. Der KC auch wacher, macht nun ein bisschen mehr und bringt mehr Tempo in die Partie. Dreifach Chance gleich hier zu sehen. Lukas Lesio, Thomas 100 Pfund dann an der nächsten und noch einmal Lukas Lesio. Alle scheitern aber hier an einem heute sehr starken Jean-Philippe Lamoureux im Tor von den Villacher Adler. Und dann sind es nur noch 7 Sekunden zu spielen und es geht schnell. Chris Collins bekommt die Scheibe, zieht alleine nach vorne, noch 3, noch 2. Und dann ist es aus mit den ersten 20 Minuten. Das hätte das 0:2 sein können. Die Scheibe geht aber, wie man hier sieht, an die Latte. 0:1 die Führung für den VSV, die etwas die bessere Mannschaft war in den ersten 20 Minuten. Der KAC hält das Tempo hoch, auch zu Beginn des zweiten Drittels. Über auf die andere Seite, Rob Teacher hat Platz, zieht ab, Rebound Lamoureux und die Möglichkeit für Matt Fraser hier fast, den Ausgleich zu erzielen, gefolgt von einem kleinen Gemenge hier um Petersen, Hochecker. Aber auch da kommt noch nichts Zählbares raus. Insgesamt auch heute weniger Strafen als noch beim ersten Spiel. Da waren es ja gleich 10 Strafen für beide Mannschaften auf beiden Seiten. Insgesamt aber grandiose Stimmung, fast 4.400 Zuseherinnen und Zuseher. Nächste Möglichkeit, KC profitieren hier vom Fehler in der VSV-Defensive. Selewski auf Luka Gombots, der da ganz plötzlich vor Lamoureux zum Abschluss kommt, aber auch hier nicht trifft. Auch da wieder eine ganz, ganz enge Geschichte. Und kein Treffer. Weiterhin noch 1:0 aus Sicht der Villacher. Die zur nächsten Möglichkeit kommen. John Hughes auf Robert Sabolic. Zum ersten, zum zweiten. Und dann verfehlt auch noch Andrew Desjardins auf der anderen Seite. Das war die beste Möglichkeit für die Villacher Adler auf 0:2 zu stellen. Dazu kommt es dann aber erst ein bisschen später. 40. Spielminute. Fast schon vorbei, das zweite Drittel. Und dann der Treffer im richtigen Moment für die Villacher Adler. Lindner, und diesmal ist es Andrew Desjardins. Und diesmal trifft der 36-jährige Kanadier. Man sieht hier, Sebastian Damm und Co. werden da eventuell ein bisschen bei der Arbeit behindert. Das Ganze wird dann auch noch gecheckt von den Referees, die sich das in Ruhe ansehen und sich entscheiden. Und damit bleibt es beim 2:0. Damit geht es auch noch hinein in die dritte Pause in wenigen Augenblicken. Zuvor aber sogar noch diese Möglichkeit hier von Chris Collins. Wenige Sekunden vor Ende des zweiten Drittels auf 0:3 zu stellen. 2 Tore Vorsprung und 20 Minuten noch zu spielen in einer temporeichen, schnellen, attraktiven Partie. Zu Beginn gleich eine Dreifachchance mit der 6 hier. Das war Lukas Lesio mit der ersten Möglichkeit. Scheibe bleibt aber im Besitz der Rotjacken. Und dann ist es Thomas 100 Pfund, der hier schon wartet. Abzieht auch da Lamoureux. Der kurze Rebound. Und die Scheibe kommt noch einmal zu Lukas, haut um. Und auch mit der dritten Möglichkeit. Innerhalb von wenigen Sekunden kein Treffer für die Rotjacken. Gleich setzen sie nach. Noch einmal haut um mit der Möglichkeit. Und man sieht es dann in der Wiederholung, das war ganz, ganz knapp, denn das war nur die Stange, die hier von einem möglichen Anschlusstreffer den KC getrennt hat. Richtig schnelles Hockey, das hier gespielt wird. Und ganz knapp
kein Tor hier. Weiterhin 0:2 die Führung für den VSV. Die natürlich ein bisschen auflauern und warten können. Riesenchance hier, das Ding auszumachen für Anthony Luciani. Im 1:1 scheitert er hier, aber knapp auch hier an der Ecke an der Stange und an Sebastian Damm. Weiter geht's, 54. Spielminute und ein Mann mehr am Eis für den VSV. Und dann kommt es hier zur Vorentscheidung dank dieses Riesenpatzers von Sebastian Damm, der sofort bestraft wird von John Hughes. 54. Spielminute und spätestens zu diesem Zeitpunkt ist hier fast alles gelaufen. Schnell reagiert von Hughes, leider der Patzer von Sebastian Damm und 3:0 der Rückstand nach 54 Minuten. Und dann Empty Net Situation, Sebastian Damm ist draußen und der ECVSV holt sich die Scheibe, sagt Danke und macht durch Maximilian Rebernick das 0:4 in Klagenfurt klar und holt sich damit den Sieg in der Heidi Horten Arena. Eine temporeiche, schnelle, attraktive Hockeypartie mit vielen guten Möglichkeiten auch für die Klagenfurter, die aber die Scheibe nicht hinter das Tor von JP Lamoureux gebracht haben. Rob Daum und seine Mannschaft gleichen in der Serie aus. Ein 0:4 vor wenigen Tagen für den KAC, heute ein 0:4 für den VSV. Zwei Auswärtssiege, zwei Spiele und am Sonntag geht's schon weiter im Puls 24 Live-Spiel. Und das wird wieder ein richtig, richtiger Leckerbissen werden. Löwenanteil für JP Lamoureux nach dieser Superleistung, das Shoutout für den VSV-Keeper. Die Interviews. Wir sind viel zu wenig Eis gelaufen, waren zu undiszipliniert, zu viele Strafen genommen. Das hat uns das, viel Energie gekostet. Vieler hat ein perfektes Auswärtsspiel gemacht, wie wir vor 3 Tagen. Und in Villach müssen wir wieder, wie gesagt, anders auftreten. Mehr Energie aufs Eis bringen, die Sachen, die Kleinigkeiten besser machen. Wir waren viel zu kompliziert unterwegs heute am ganzen Eis, egal wo. Und Villach hat das Eis kalt ausgenutzt. Well, I thought this was more a playoff late game than the other night. I thought it was a little bit faster, a little bit more intense. And I anticipate it'll be the same thing on Sunday. I mean, it was obviously a big win for us because you don't want to fall behind 2-0 in a series, especially against a team that's as talented as the one we're playing. So it was huge for us to come back, especially to win on the road and even the series.